Ihr nächstes Rennen findet in Brands Hatch statt. Start und Ziel liegen auf der sogenannten Brabham Straight, einer Geraden, die nach dem legendären Rennfahrer Jack Brabham benannt wurde. Okay, und warum stand da Indy noch dran? Hat das was zu bedeuten? Eine spezielle Variante? In Project Cars waren es ja sogar drei, die zumindest ich mal gefahren bin. Oder war das Brands Hatch? Oder folge ich es gerade mit einer anderen Strecke? Ich weiß gerade nicht so genau. Nicht, dass ich gerade irgendwie so einen Müll erzähle. Die Boxenausfahrt sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich habe die verwechselt. Wir schauen mal. Wir gehen mal auf die Rennstrecke. Ah, das war die da. Ja, okay, dann habe ich, glaube ich, ein bisschen... Oder? Ich glaube, ich habe ein bisschen Schwachsinn erzählt. Dann müssen wir mal gucken. Ja, okay. Ich habe eine andere gemeint im Kopf mit den drei Varianten. Aber die ist auch im Project Cars drin. So viel kann man sagen. Ja, okay, dann habe ich eine andere gemeint. Ich weiß auch gerade gar nicht, welche. Also rein vom Namen her. Das war die da. Guck mal, vor allem hier. Der startet auch hier bei Platz 8. Oder ist jetzt 9. Aber der kommt dann auch gut hinterher. Er hat dasselbe Auto wie ich. Weiß, der weiß halt, was gut ist. So, ich hasse es am Anfang immer so ein bisschen. Strecken teilweise eng. Teilweise zwei, drei Autos nebeneinander. Wo will man da groß überholen? Oh, auch eine andere Version. Okay. Auch etwas kürzer. Oh, so gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. So, oh, jetzt wollte ich hier in der Mitte durchziehen. Jetzt riegelt er hier ab einmal. Alter, die haben aber ganz schön früh gebremst. Vor allem der eine auf Platz 3, wo, oder jetzt 4 ist. Ne, nicht der da, der andere. Ich muss mal noch gucken, wo die Handbremse ist. Die fehlt mir noch so ein bisschen. Stimmt, der letzte Notnagel. Wenn ich so ein bisschen spät bremse, kann man ein bisschen das Heck mitnehmen. Und dann nochmal durch die Kurven gehen. Das hat mir die Lady gar nicht erklärt, wo die Handbremse ist. So. Oh, Hütchen. Ah, gar nicht so viele mitnehmen können. Lieber erstmal hier Platz 1 mitnehmen. 6 Runden. Sehe ich erst jetzt. Alter Falter, wieso so viel? Übertreibt mal nicht, Leute. Ich bin in zweite Runde und schon Platz 1. Okay. Aber wie gesagt, vielleicht kommt wieder der Golfstart. Macht mich wieder fertig. Oder ich mache ja schön Drift und gehe in den Sand fast rein. Oh, oh, wir haben noch ein paar Runden. Deshalb spule ich jetzt mal nicht zurück. Vor allem Platz 3 kommt auch nicht mal hin. Obwohl ich gerade zur Kacke gefahren bin. Ja, Aston Martin Schild weg. Hauen. Haben wir heute nicht dabei. Aber so viel rutschen sollte ich halt nicht. Wegen Platz 1. Da will ich schon noch gern rankommen. Schon mal gar nicht so schlecht. Okidoki. Aber der fliegt schon wieder so ein bisschen rum. Das ist schon noch eine kleine Herausforderung mit dem hier. Vor allem in der Kurve soll ich nicht so rutschen. Hier durch die Wiese fahren ist natürlich besser, oder wie? Alter, war es gerade mit. Das ist ja gerade geflogen, weißt du? War es eine Taube oder so? Voll in mein Auto rein. Geil, fliegen noch lauter Vögel in der Luft rum. Fahren einfach mal so auf die Fahrbahn, wo die ganzen Autos sind. Auch gut. Wir kommen, glaub, langsam ran.
Ja, wir sind schon mal bedeutend näher dran. Je näher ich reinkomme, desto mehr rutschig rum. Ah, schlecht rausbeschleunigt. Ich musste halt leider noch ein bisschen vom Gas gehen, weil es doch ein bisschen rutschig war. Und deshalb konnte ich gar nicht so gut rausbeschleunigen. Also, weißt du, dann längst schon dann fängt er einfach an rumzurutschen. So, ganz ruhig, immer schön ruhig fahren. Dann klappt's auch mit dem Nichtrutschen. Ja, jetzt bin ich mir ein bisschen näher dran, aber so langsam sollte ich ihn halt auch überholen, gell? Ist noch gleich eine Runde. So, oh, komm, jetzt wollte ich ihn so schön überholen. Aber glaube wieder ein bisschen. Ja, da kommt er wieder. So, jetzt zieht er innen durch. Bleibt ein bisschen in der Mitte. Okay. Den hätten wir mal vorerst. Jetzt hat er nur noch hinten bleiben. Oh, Achtung. Einen Moment. Ja, komm, schieß vorbei. Alter. Ich habe gedacht, er war ein bisschen noch schneller unterwegs. Aber er hat es sogar noch gepackt. Gibt's doch gar nicht. Ja, wieso bremst er so früh? Auch wenn es nur ganz leicht war. Alter, hier wird noch hier ein richtiger Kampf. Tja, hätte ich lieber nach innen gezogen. Dann hatte ich die bessere Ausgangsposition. Oh, das wird ein Platz 1er. Ich habe schon gedacht, in der zweiten Runde, es wird ganz schön langweilig noch, aber der geht schon ab. Cool, den will ich auch noch überholen. Dicht auf den Fersen. Aber ganz gereicht hat es nicht. Alter, 10.000. Ganz schön viel eigentlich. Finde ich jetzt. Aber wie gesagt, für die Fahrerstufe wird es noch nicht reichen. Dafür eher ein bisschen Bonus-Credits. 2.500. So, oh, wir gehen in die Alpen. Ihr nächstes Rennen findet in den Berner Alpen statt. Es erwarten Sie jähe Höhenwechsel und langgezogene Kurven. Ja, war auch einer meiner Fast-Lieblingsstrecken. Ich meine, das mit den Höhenunterschieden und so, da gibt es ein paar knifflige Stellen, vor allem mit ein paar besonderen Autos. Aber ich finde, sie hat immer Spaß gemacht. Sie war auch so ein bisschen, hat sich von den anderen Strecken so ein bisschen abgehoben. So in den Bergen oben mit Schnee und so. Leider nicht auf der Strecke, aber so halt im Hintergrund. Und rein vom Feeling her war es doch ein bisschen was anderes. Deshalb, ja, aber jetzt schauen wir mal, in welche Richtung wir sie fahren. Ob wir sie vorwärts, rückwärts fahren. Wir werden es gleich sehen. Wir fahren sie einmal vorwärts. Einmal ganz normal. Aber da gab es ja auch die kleine Runde und die große. Gab es da ja auch. Deshalb schauen wir mal, was vor allem wir fahren. Oh, wenn ich mal so kurz auf die Minimap-Runden schaue, fahren wir, glaube ich, die große Runde. Vor allem hier in der ersten Kurve konnte man damals immer richtig fett überholen. Aber hier, naja, okay, fahren sie diesmal ein bisschen anders. So, wo scheint der Golfstart hin? Ich glaube schon hinter mir, oder? Ich glaube schon. So, hier geht's jetzt gleich nach unten. Nein, ich wollte dich nicht berühren. Sorry, Kollege. Oh nee, nochmal eine andere Version. Eigentlich geht's da rechts weg, wo die Bande war. Und dann geht's durch so einen Tunnel noch. Geht's so nach unten, dann geht's wieder nach oben durch den Tunnel. Und dann kommt man an dem See vorbei, den man im Ladebildschirm gesehen hat. Aber die Version, okay, gab's auch. Dann gab's
Nee, da gibt es aber, glaube ich, eine große, eine mittlere und eine kleine Strecke, oder? Ist ja jetzt nicht die kleine Version. Oder? Irre ich mich da jetzt? Ist das theoretisch die mittlere Version? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Gab es noch eine kleinere Version? Ich glaube schon, da gab es mal noch so eine richtig kurze. Aber wie sah die dann aus? Das ist natürlich meine Frage. Oder ist das hier jetzt sozusagen die kleine Version? Und dann noch die andere? Fallen wir schon Platz 1. Ich habe schon wieder vergessen, den Schwierigkeitsgrad nach oben zu drehen. Aber das können wir dann offensichtlich im nächsten Rennen machen, wenn ich nichts wieder vergiss. Oh, okay, zu viel Gas gegeben. Sorry, mein schönes Auto. War ich nicht. Das war schon so. Habe ich so gekauft. Das gehört zur Optik. Ist gut für die Aerodynamik des Wagens. Ja, so eine eingebrochene Scheibe hier hinten. Die macht schon viel aus. Wenn ihr wüsstet. Ui. Und so alleine hier. Wo ist mein Rivale, mein Golfstart? Gar nicht da. Oder Golfsaat? Ich glaube Golfstart. Der hat keine Lust mehr. Der weiß, dass ich zu gut bin. Auch ich jetzt wieder voll ein bisschen Kacke rumfahre. Hier links aus der Strecke raus, rechts aus der Strecke raus. Ein bisschen rumdriften, ein paar schwarze Streifen hinblättern. Und dann sage ich auch noch, ich bin so überragend. Aber es geht ja eigentlich. Ich bin Platz 1. Wow, auf Durchschnittsschwierigkeit. Wo ich 10% Credits kriege. Ich hab's wirklich drauf. Ich hoffe, ihr hört die Ironie aus meiner Stimme raus. Deshalb nächste Runde, das hat man glaube ich schon mal einmal ein bisschen nach oben den Schwierigkeitsgrad drücken. Ja, da müsste schon noch ein bisschen mehr drin sein. So, hier habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben. Vor mir waren ja hier die ganzen... Alter, da drüben sind welche. Da waren ja die ganzen gelben Pfeile, die ich eigentlich missachtet habe und einfach Vollgas gegeben habe. Gedacht, das passt schon, aber er hat ja nicht so ganz gepasst. Da oben fährt auch einer. Ja, alle voll verteilt. Alter, wenn da oben welche fahren, oder da neben mir welche waren, sind wir noch nicht mal in der letzten Runde. Ich habe hier schon wieder die Hälfte. Ja, so ist es halt. Fahren wir jetzt. Jetzt geht der Schelletsche, glaube ich, über die Linie, damit er in die letzte Runde kommt. Schon etwas krass. Aber guck mal, hinter mir ist einer. Er ist schon ein bisschen weg, aber er ist schon im Gegensatz zu den anderen bedeutend nah dran, kann man eigentlich fast schon sagen. Das könnte, glaube ich, schon sein, aber den sehe ich jetzt nicht, gell? Naja, vor allem wird halt auch der Name nicht angezeigt. Aber ich denke, das ist der Golfstart. Wer soll es sonst sein? Ein neuer Rivale? Neue Gegner, die auch so gut sind? Was heißt so gut? Schaut den Abstand an. Darf ich halt auch nicht zu übermütig werden. Sonst mache ich Schwierigkeitsgrad nach oben und dann verkacke ich ja schon mal so richtig. Wäre ja auch nicht so toll. So, aber das war einmal der Platz 1. Bewährter Fahrer jetzt aber. So, wir haben wieder einen los. Okay, wir schauen mal, was da Tolles drin ist. So ein BMW 1M wäre das. Oh, der Audi TTS, aber aha, die wechseln halt immer so ein bisschen. Exklusivpaket, was ist denn das? Komm bitte. Alter, wieso kriege ich immer so fett die Karren hier? Der Vorteil ist, ich muss die jetzt halt alle nicht kaufen.
Was steht da? Nach 6 weiteren Schritten wird der Gewinnrahmen dann den Preis anzeigen. Ach so, wenn ich dann A drücke und dann macht es noch 6 Stück. Ah, so war das gedacht. Kann ich die Karre noch verkaufen? Kann ich ja fett Kohle machen. Aber naja, wir haben jetzt eigentlich auch bis jetzt noch keinen Mangel an Kohle. Wieso steht da jetzt was? Oh, da ist jetzt nichts Neues drin, gell?